Zuschauer, heute schauen wir das Spiel von Asmodee an. Und damit wären wir bei Asmodee. Leider kann ich euch allerdings keine aktuellen Kinderspiele zeigen. Im Hintergrund sah man Goblet Mamfa, das ist aus dem Vorjahr, das ist aber richtig gut. Genauso wie Cortex wurde auch gezeigt. Die haben wir schon in Einzelvideos euch vorgestellt. Deswegen Photosynthese sieht wirklich optisch toll aus, spielt sich auch richtig gut, ist allerdings natürlich auch von viel Interaktion geprägt. Natürlich kann man da auch etwas sauer sein, je nach Spielverlauf, also Vorsicht genießen, aber ein richtig tolles gehobenes Familienspiel, was man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Weiter geht's somit mit den etwas anspruchsvolleren Spielen, wobei Unlock zählt noch zur Exit- und Escape-Reihe. Richtig toll hier mit der dritten Edition. Darauf bin ich sehr gespannt. Draggle Castle erinnert spielerisch sehr an Mahjong, spielt sich ähnlich. Und hier haben wir Spiele wie Time Stories mit der Erweiterung oder Willen des Wahnsinns, was wir abends auch sehr gerne spielen, regelmäßig spielen. So bekommt ihr auch mal einen Einblick, was wir denn so abends spielen. Und das zählt zu unseren Lieblingsspielen. Ja, Fallout kommt erst raus, wie Star Wars Legion. Das kommt demnächst raus, ein Miniaturenspiel. Auch darüber bin ich sehr gespannt, was dieses Spiel hier zu bieten hat. Ja, das nächste Spiel mit dem Battle. Und beziehungsweise hier sind wir schon beim nächsten, bei ZIV. Civilization-Spiele, Kartenspiele, Brettspiele. Das sind alles Spiele, die kommen erst demnächst raus. Die konnte man schon sehen. Stuffed Fables kommt erst 2019 raus. Also da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Sind teilweise auch verrückte Titel dabei, wie man hier sieht. Und Pandemie bekommt natürlich auch ein neues Spiel. In dem Fall spielt die Flut hier eine große Rolle. Mit Watson Holmes schließen wir das Ganze ab. Das war ein kleiner Überblick.